wie ich unser Haustelefon baute. Eines Tages kam Bruno auf den Gedanken, wir müssten uns öfter sprechen können. Zum Beispiel, wenn wir bei den Schularbeiten sitzen und wir hätten ein Telefon, da könnten wir uns anrufen und fragen, was mit der Mathematikaufgabe ist. Er kam auf diese Idee, weil er im Nebenhaus wohnt. Ich fand die Idee gut. Wir können auch geheime Telegramme aufgeben. Zum Beispiel, bitte grüße Tante Emilie könnte bedeuten, komm heute um 3 Uhr zur Höhle im Park. Oder andere solche Sachen. Aber wo bekommen wir ein Telefon her? Die Post baut uns bestimmt keins. Die Post darf davon gar nichts wissen. Wir bauen alles geheim. Aber wenn uns die Post nichts baut, wo bekommen wir die Telefonapparate dann her? Am Ende einer langen Strippe werden alte Schuhkrimmdeckel oder sowas ähnliches festgebunden. Über die Deckel spannt man Pergamentpapier. So, ich gehe jetzt in die eine Ecke des Zimmers, du in die andere. Halt den Deckel an, Sora. Ich höre nichts. Gleich fange ich an zu kratzen. Bruno kratzt auf dem Pergamentpapier herum. Wirklich, es raschelt in meinem Hörer. Ich hörte es ganz deutlich. Dann kratzte ich. Bruno hörte es auch. Jetzt nahm Bruno seinen Schuhkrimmhörer an den Mund und sprach etwas. Ich verstand zuerst nichts. Doch als er lauter sprach, hörte ich es deutlich. Unser Telefon ist gut, nicht wahr, Zitterbacke? Ja. Und jetzt bauen wir das Telefon von Wohnung zu Wohnung. Dann können wir uns toll unterhalten. Wenn es kratzt, muss man den Hörer abnehmen. Unsere Häuser standen nebeneinander. Ich wohne eine Treppe hoch, Bruno parterre. Zuerst sammelten wir Schnur, bis es reichte. Die Schnur müssen wir jetzt über den Baum da in mein Zimmer bringen. Du kletterst drauf, knotest die Leitung an einem Ast fest und wir ziehen sie in unsere Wohnung. Gut. Sieht wirklich aus wie eine Telefonleitung. Wir müssen aufpassen, dass keiner die Wäsche dran aufhängt. Also da schlagt doch das Gewitter dran. Zitterbacke in meinem Pflaumenbaum. Nein, ich brauche ihre Pflaumen nicht. Mama hat gerade 5 Pfund im Konsum gekauft. Und was machst du dann in meinem Baum? Hä? Ich lege eine Telefonleitung. Telefonleitung? Das ist ja eine Doppeloper, die du mir erzählst. Machst dich wohl über mich lustig, ja? Du, das sag ich deiner Mutter. Aha, Zitterbacke im Pflaumenbaum. Bei mir fehlen auch schon Stachelbeeren. Ich wollte mich gerade umdrehen und sagen, dass ich überhaupt keine Stachelbeeren esse. Beim Umdrehen passte ich nicht genau auf. Trat vorbei und fiel Frau Mattner genau vor die Füße. Ich rappelte mich auf und rannte davon. Im Hausflur traf ich Bruno. Entkommen, Zitterbacke? Komm schon, aber jetzt bin ich ein Pflaumendieb. Wenn das meine Mama erfährt. Du denkst bloß immer ans Telefon. Unten erst langspannen geht nicht. Da müssen wir es oben versuchen. An der Hauswand? Da kletter alleine. Nicht klettern, sondern von Wohnung zu Wohnung. Und wer lässt uns in die Wohnung rein? Und was sollen wir sagen? Das mache ich schon. Und Bruno schaffte es auch. Wir müssten für die Schule eine Hauswand messen, sagte er zu Herrn Hopfenheit, der über uns wohnt. Herr Hopfenheit brummelte, aber er ließ uns herein. Von Herrn Hopfenheits Fenster ließ Bruno den Bindfaden herunter. Als auf dem Hof wieder alles still war, band ich die Leitung an und zog sie herüber. Nun musste sie ans Flurfenster, weiter zu Michalaks, zu Stönes und dann runter zu Brunos Fenster. Das war nicht einfach. Bruno hatte wieder eine Idee. Ich musste einen Stein holen und ihn am Ende der Schnur festbinden. Du lässt die Leitung so lange pendeln, bis sie am Flurfenster hochkommt. Dort fange ich sie auf und binde sie fest. Los, pendel! Also da schlagt doch das Gewitter rein. Erst versucht Zitterbacke in meine Pflaumen zu gehen, jetzt will er mir auch noch die Scheibe einschlagen. Also lassen Sie meine Jungen in Ruhe, ja? Die arbeiten für die Wissenschaft. Och, die erzählen doch nur Opern. Und ihre Wissenschaft ist Pflaumenklauen. Außerdem verschütten Sie dauernd die Asche. Fangen Sie erst mal bei sich an, ja? Das ganze Haus redete durcheinander. Und am Abend hatte ich einen kleinen Ärger mit Mama. Am nächsten Tag klappte es aber. Wir spannten unsere Leitung zu Stönes Fenster und dann runter zu Brunos. Wir sind jetzt fertig, Zitterbacke. Ja, ich bin völlig fertig. Macht nichts, Alfie. Jetzt telefonieren wir erst mal richtig. Wir gingen jeder in unser Zimmer. Ich holte meinen Schuhcremehörer hervor und presste ihn ans Ohr. Er blieb still. So wartete ich 2 Stunden. Dann ging ich zu Bruno, aber seine Mama sagte, er sei schon lange Fußballspielen gegangen. Ich rannte wütend zu ihm. Er schoss gerade ein Tor. Oh! Bruno! Ja? Warum hast du mich nicht angerufen? Ich rufe dich heute Abend mal an. Telefoniere mir dann die Russisch-Vokabeln durch. Gut, 3-mal kratzen. Ja!
Am Abend wurde es wieder nichts. Ich machte das Fenster auf. Bruno! Bruno, rufst du endlich an? Das ist ganz schön blöd. Ich rufe schon eine Viertelstunde und du nimmst nicht ab. Prüf du die Leitung und lerne die Vokabeln allein. Zum Donnerwetter nochmal! Potz, Blitz und Gewitter! Ruhe! Ich ging an diesem Tag ärgerlich schlafen. Nachts wachte ich vom Kratzen auf. Ja, ich hörte es ganz deutlich. Das war Brunos Telefon. Hier spricht Zitterbacke. Was gibt's? Bruno, so antworte doch. Lebst du noch? Was ist denn los mit dir, Alfie? Was hast du denn? Ich, wenn Bruno etwas passiert ist. Der Telefonhörer klingelt immer zu. Was klingelt? Der Hörer kratzt, meine ich. Was kratzt? Och, Alfie, hast du schlecht geträumt. Bist du krank? Na, hörst du denn nichts? Es kratzt doch. Aber Junge, es regnet doch bloß. Hör mal, auf dem Fensterbrett klingelt der Regen und kratzt am Fenster. Hast was Schlechtes geträumt, ne? Schlaf schön. Am Morgen warf ich meinen Hörer in den Müllkasten. Ich traf dabei Herrn Hopfenheit und Bruno. Na, Kinder, habt ihr eure Hauswand vermessen? Es sollte ja bloß ein Telefon werden. Herr Hopfenheit verstand mich nicht, aber Bruno verstand mich. Du kannst telefonieren, mit wem du willst, aber mit mir nicht mehr. Wieso? Hat's bei dir gestern nicht geklingelt? Ich hab doch gestern Abend angerufen. Aber du hast wieder mal nicht abgenommen. Ich wohl immer reinfalle. Alle sagen, ich habe Schuld. Aber ich bin ganz unschuldig. Was soll ich tun? Ich bin doch wirklich unschuldig. Am schlimmsten war es in den letzten Tagen. Es fing mit dem neuen Lehrer an. Er heißt Herr Gürzig und ist ein sehr sympathischer Mensch. Gleich als er in die Klasse trat, dachte ich mir, mit dem werde ich gut auskommen. Er nahm das Klassenbuch und sagte, so, jetzt wollen wir uns einmal ordentlich bekannt machen. Und damit es nicht so langweilig ist, fange ich von hinten an. Zitterbacke Alfons. Wer ist das? Das war ich. Aber ich schämte mich, so im Buch ganz hinten zu stehen und als Erster aufzustehen, dass ich sitzen blieb und nichts sagte. Es entstand eine dumme Pause. Da fehlt schon gleich der Erste. Alle grinten. Mir wurde ganz heiß und der Schweiß trat mir auf die Stirn. Aber ich traute mich einfach nicht aufzustehen. Vielleicht hätte Herr Gürzig dann gesagt, Zitterbacke, schläfst du denn? Ich genierte mich entsetzlich. Und der Gürzig schrieb ins Klassenbuch ein, fehlt. Peter, der Gruppenratsvorsitzende, sagte nach der Stunde, Zitterbäckchen, weshalb hast du dich denn nicht gemeldet? Du machst doch sonst nicht solche Streiche. Ich hab mich eben nicht getraut. Der nächste Tag kam und der Gürzig fragte, ist heute Zitterbacke Alfons da? Hier. Na? Wo warst du gestern? Ich. Na, Zitterbacke, was ist los? Ich war ja hier, Gürzig. Hör mal, solche Späße gibt's in unserer Schule nicht. Der Lehrer ist dein Freund. Den kann man nicht auf den Arm nehmen. Wo ist dein Entschuldigungszettel? Ich habe keinen. Wozu soll ich denn einen haben? Also geschwänzt. Ich muss sagen, das enttäuscht mich, Zitterbacke. Nach dem Unterricht übergab er mir einen Brief an meine Mutter. Ich konnte mir schon denken, was drin stand. Zu Hause legte ich ihn schweigend auf den Tisch. Mutter las ihn und blieb ganz gebrochen auf dem Schemel sitzen. Womit habe ich das verdient? Du bist doch sonst ganz anständig, Alfons. Ich habe nicht geschwänzt. Die Junge bleibt bei der Wahrheit. Du bist zu weich, Alfons. Du musst versuchen, ein richtiger Mann zu sein. Manchmal bist du zu schüchtern und dann lässt du dich bestimmt anstiften. Ich glaube schon, dass du nicht von selbst geschwänzt hast. Unter welchen schlechten Einfluss bist du nur geraten? Ich habe bestimmt nicht geschwänzt. Alfons, geh lieber einkaufen. Ich mag deine Trauermiene jetzt nicht sehen. Ich sollte Tee, Butter, Brot und ein Glas Senf einholen. Im Konsum war es sehr voll. Ich lief zwischen den Leuten herum. Dauernd schoben sich welche vor mich. Als ich endlich an der richtigen Stelle war, merkte ich, dass mir eine Mark fehlte. Wie ich mich ganz erschrocken umwandte, sah ich einen Jungen, der vielleicht einen Kopf größer war als ich
und der gerade eine Mark aufhob. Ich sah ihm in die Augen. Die Mark habe ich eben verloren. Ich trat zur Seite, stellte mich in eine Ecke und beobachtete den Jungen, bis er dran war. Er hatte Bonbons gekauft. Die Kassiererin bemerkte mich, weil ich immer nur herumstand. Junge, was stehst du da und hier herum? Immer in der Nähe der Bonbonschale. Kaufst nichts und schleichst dir durch den Laden. Alle sahen mich an und murmelten. Und manche sagten, ja, ja. Ich wurde ganz rot. Sie dachten doch nicht etwa, dass ich hier Bonbons klauen wollte. Da rannte ich aus dem Laden fort und versteckte mich hinter einer Litfaßsäule. Der Junge trat aus dem Laden und lutschte gemütlich einen Bonbon nach dem anderen. Ich folgte ihm heimlich. Schließlich verschwand er in einem großen Haus und schlug krachend die große Holztür zu. Ich wartete noch ein Weilchen und ging hinterher. Als ich die Tür aufmachte, prallte ich mit einem großen Mann zusammen. Es war der Hauswart. Hallo, Würstchen. Hab ich dich endlich. Wieso? Du bist es doch, der dauernd die Tür so zuwirft, dass das ganze Haus zittert. Du, ich sage dir ein für alle Mal. Schließ die Tür, wie es sich gehört. In diesem Hause wohnen Leute, die arbeiten des Nachts und wollen am Tage schlafen. Hast du verstanden? Ja, aber... Jetzt schließe noch einmal die Tür, damit du es begreifst. Aber leise. So. Und nur noch einmal. Leise. Und nochmal. Ja, so. Ich musste die Tür leise zumachen. Noch einmal und noch einmal. Dann durfte ich gehen. Meine Mutter sagte, schon als ich in die Tür trat. Alphonse, was ist denn los? Was machst du für ein Gesicht? Ich hob nur die Schulter und zeigte das Portemonnaie, in dem die Mark fehlte. Sagen konnte ich nichts. Ich werde in Zukunft also allein einkaufen gehen. Ich schwieg weiter und trottete auf die Straße. Donnerwetter, dachte ich. Die Gruppe wollte sich am Pionierzimmer treffen. Ich rannte los. Richtig. Der Gruppennachmittag hatte begonnen. Ich stand an der Tür und hörte Stimmen. Sollte ich jetzt etwa eintreten? Ganz allein vor allen stehen und dann sagen, weshalb ich zu spät komme? Ich würde mich bestimmt verhaspeln. Und dann käme ich wieder ein schlechtes Licht. Ich hielt die Hand auf der Klinke und dachte nach. Mit einem Ruck flog die Tür auf. Au! Und Peter, unser Gruppenratsvorsitzender, stand in der Tür. An der anderen Seite stand ich, rieb mir meinen Kopf und alle sahen mich an. Er hat gehorcht. Ich hab's doch gemerkt, dass seine Klinke etwas war. Das hätte ich dir nicht zugetraut, Alphons. Ich wollte doch nur... Jawohl, du warst zu feige, dir das anzuhören, was wir eben über dich gesprochen haben. Was ist bloß los mit dir? Ja, so ist es mit mir. Ist denn das gerecht? Ich bin immer unschuldig und immer falle ich rein. Ersten Kopfsprung kam. Eines schönen Tages war ich so unvorsichtig zu erzählen, dass ich keinen Kopfsprung schaffe. Ich wollte mein Freischwimmerzeugnis machen. Dazu brauchte ich den Kopfsprung. Nicht einmal vom 1-Meter-Brett traust du dich. Doch, ich traue mich. Ich würde mich schon trauen, aber wenn alle zugucken, kann ich's nicht. Dann gibt es einen Bauchklatsch und alle lachen. Das sind doch faule Ausreden, Alphonse. Du traust dich einfach nicht herunterzuspringen. Kerze springe ich ja. Bloß ein Kopfsprung...
Also mein Sohn Alfons Zitterbacke traut sich keinen Kopfsprung zu. Wie alt wirst du eigentlich? Na, antworte. Na, 12, das weißt du doch. 12, ja. Mit 12 Jahren bin ich schon vom 3-Meter-Brett gesprungen. Aber Kopfsprung. Also lass ihn doch in Ruhe, Paul. Muss er denn unbedingt Kopfsprung können? Er kommt doch auch ohne diesen blödsinnigen Sprung durchs Leben. Ich kann auch keinen Kopfsprung. Ja, ich traue mich überhaupt nicht, vom Sprungbrett zu springen. Von dir verlangt es ja auch keiner, nicht? Aber ein Junge in seinem Alter, der sich keinen Kopfsprung traut, das ist einfach eine Schande. Ich traue mich ja. Bloß wenn es kein richtiger Körper wird, lachen die anderen. Du hast Angst. Du hast überhaupt Angst, Basta. Kopfsprung ist Männersache und Alphonse ist feige. Na gut. Nimm dir an, du traust dich und du genierst dich bloß, weil du die Technik nicht beherrschst. Ich will es dir einmal genau zeigen. Komm, nimm erstmal den Stuhl weg. Papa räumte die Stühle beiseite, zog sein Jackett aus und stellte sich vor den Teppich. Der Teppich sollte das Wasser sein. Die Arme nimmst du gestreckt über den Kopf. So. Kinn an die Binde. Und nun lässt du dich vornüber fallen. Langsam. So. Und wenn der kritische Moment gekommen ist, wo du denkst, du klappst wie ein Taschenmesser zusammen, dann stößt du dich ganz kräftig ab. Ganz gestreckt. Aber spreize die Füße nicht. Winkle sie nicht an. Das ist ein alter Fehler. Wir übten vor dem Teppichwasser und es ging glänzend. Papa sagte mir noch ein paar Tricks, dass man zum Beispiel die Zehen fest um das Brett klammern muss, damit man sich besser abstoßen kann. Wir übten eine ganze Stunde. Ich glaube, in unserem Zimmer war ich ein hervorragender Kopfspringer. Am nächsten Tag ging ich ins Freibad. Ich machte alles so, wie wir es geübt hatten. Doch komisch, ich kam immer nur so weit, bis ich wie ein Taschenmesser zusammenklappen wollte. Ich richtete mich wieder auf. Ein paar kleine Jungen wurden schon auf mich aufmerksam. Na, mach schon! Wir wollen es mal ordentlich klatschen hören! So ging ich ohne Kopfsprung nach Hause. Ich überlegte, ob ich nicht auf das Freischwimmerzeugnis verzichten könnte. Ich kam nicht dazu, mich richtig zu entschließen, weil am Sonnabend, mitten beim Abendessen, es gab Bratkartoffeln mit saurem Hering, sich Papa plötzlich an den Kopfsprung erinnerte. Na, Alfie, warst du schon wieder schwimmen? Jetzt hat der Kopfsprung geklappt, nicht wahr? Ja, und wie war's? Es ging gut mit unserer Methode, stimmt's? Ich konnte nichts sagen. Ich hatte gerade einen halben Hering im Mund und die Senfkörner kamen mir zwischen die Zähne. Bist du stumm? Du siehst doch, der Junge hat den Mund voll. Also gut, ich warte, bis du aufgegessen hast. Ich kann mir schon denken, warum du nicht sprechen kannst. Du hast dich wieder nicht getraut. 13-jähriger Junge und macht keinen Kopfsprung. Ich bin erst 12 Jahre alt. Immer wenn du was an mir auszusetzen hast, machst du mich älter. Du wirst bald 13, nicht? Und da muss man einen Kopfsprung können. Morgen ist Sonntag, da gehen wir beide schwimmen und da lernst du den Kopfsprung. Das kannst du mir glauben. Ich zuckte zusammen. Auch Mama. Wenn es doch bloß Sonntag geregnet hätte. Es hätte meinetwegen im Juli sogar schneien können. Ich wäre gern Schlittschuh gelaufen oder sonst etwas. Es wurde aber ein herrlicher Tag. Papa war guter Laune. Er sang beim Rasieren. Unterwegs machte Papa Witze und erzählte dem Fährmann, der uns zum Freibad übersetzte, ich sei die neueste Olympiahoffnung im Turmspringen und er würde mich trainieren. Im Bad war zuerst alles in Ordnung. Ich passte während der ganzen Zeit auf, dass wir nicht so nah an den Sprungturm kamen. Ein ganz klein bisschen Hoffnung hatte ich schon, dass sie den vermaledeiten Kopfsprung vergessen würde. Na, Alfie, wie wäre es jetzt mit einem eleganten Kopfsprung? Wir gingen langsam zum Sprungturm. Ich stellte mich auf das Brett, krampfte die Zehen fest, schloss die Arme über dem Kopf, knickte ein und richtete mich gleich wieder auf. War das so richtig, Papa? Naja, na nun mach doch endlich den Kopfsprung. Weißt du, wegen der Füße habe ich noch Angst. Wie kriege ich die bloß zusammen? Wenn meine Beine herumhängen, lachen alle. Damit du mal einen exakten Kopfsprung siehst, mache ich dir einen vor. Aber pass gut auf. Sieh dir alles genau an. Dann kannst du es. Ob er es nun zu langsam gemacht hatte oder warum sonst, weiß ich nicht. Jedenfalls schoss Papa ins Wasser. Und er schlug mit den Füßen um sich. Als er dann auftauchte, musste er wohl gesehen haben, wie ich lachte. Meine Haltung war wohl nicht ganz einwandfrei.
Glaube ich. Ich zeige es dir gleich noch einmal. Auch diesmal waren die Beine nicht ganz geschlossen und die Knie etwas eingeknickt. Ich sagte ihm das auch. Papalapap, das war ein exakter Sprung. Fang nicht an, an meinen Sprüngen herumzumäkeln. Zeig lieber selber was. Ich musste wieder aufs Brett. Wieder ging alles bis zum kritischen Moment gut. Doch wie von Zauberhand aufgehalten, konnte ich nicht weiter. Ich richtete mich wieder hoch. Was hast du denn nun schon wieder für eine Ausrede? Gar keine. Ich glaube, unten ist gerade einer durchgetaucht. Da kann ich doch nicht springen. Los jetzt! Nein, nein, noch nicht! Doch der kritische Punkt war schon vorbei. Ich plumpste ins Wasser. Diesmal tauchte aber wirklich einer unten durch. Ich stieß ihn kräftig in die Seite. Mein Bauch reimt, kletterte ich rasch die Leiter zum Sprungturm hoch. Hinter mir hörte ich heftiges Schnaufen. Ich versteckte mich hinter Papa. Lausebengel, ich kleb dir einen. Halt! Hier wird nicht geklebt. Na, hören Sie mal. Haben Sie denn nicht gesehen, wie der Junge auf mir herumgetrampelt ist? So ein kleiner Junge. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ach, was? Mischen Sie sich nicht in fremde Dinge ein. Also bitte, ja, das sind meine eigenen. Ich fand das auch. Schließlich hatte er mich hineingeworfen. Der andere Herr wollte an Papa vorbei. Papa vertrat ihm den Weg. Dabei drückte er mich, ohne es zu merken, zur Seite. So kam ich an den Rand des Brettes. Als ich merkte, dass ich fiel, stieß ich mich ordentlich ab. Es ist kaum zu glauben. Ich machte einen vorzüglichen Kopfsprung. Wie Seide schmiegte sich das Wasser an meine Haut. Ich riss die Augen auf und freute mich, wie alles so grün vorbeiglitt. So einfach ist das also, dachte ich und beeilte mich, nach oben zu kommen. Vater und der andere dicke Herr sprachen noch miteinander. Ich drückte mich an den Beinen vorbei und sprang wieder. Wie schön, so zu fliegen. Kopfsprung macht Spaß. Als ich wieder hochkam, ging Papa und der dicke Herr gerade weg. Ich bekam meinen Schreck. Wenn sie jetzt zur Polizei gehen, meinetwegen. Ich schlich hinterher und hörte, wie Papa sagte, es ist doch kaum zu glauben, dass du der Alfred bist. Ja. Das ist ja unglaublich. Da muss man sich ja streiten, ehe man das rauskriegt. Nun verstand ich gar nichts mehr. Die beiden setzten sich an einen Tisch des Strandrestaurants. Ich übte so lange Kopfsprung, bis mir ganz schwindelig wurde. Dann suchte ich Papa. Er saß mit dem dicken Herrn noch immer am Tisch. Sie tranken Bier. Gib mal dem Herrn die Hand und entschuldige dich. Nun, du hast doch aber eben erst... Alles vergessen. Es stellte sich heraus, dass der dicke Herr, den ich torpediert hatte, Papas Schulfreund war. Wie dick du geworden bist, Alfred. Und du hast auch schon deine Locken verloren, Paul. Das ärgerte mich, als ob Papa je Locken gehabt hätte. Dann gingen sie beide mit mir zum Sprungturm und sagten, sie wollten mir jetzt gemeinsam Kopfsprung beibringen. Ich rannte vor und flog wie ein Pfeil durch die Luft. Ohne einen überflüssigen Spritzer tauchte ich ins Wasser. Das ist ja toll. Am späten Nachmittag kamen wir nach Hause. Du hast ja Bier getrunken, Paul. Ihr seid doch hoffentlich wirklich baden gewesen. Ich habe meinen Freund Alfred im Freibad wieder getroffen. Erst beim Abendbrot, als Mama meine roten Augen auffiel, konnte ich anbringen, dass ich nun Kopfsprung konnte. Siehst du, Luise? Da muss erst der Vater kommen, um ihm das beizubringen. Jetzt kann er es, nicht? Sag mal, wann hast du eigentlich den ersten richtigen Kopfsprung gemacht, Alfie? Aber ich habe es nicht gesagt. Es wäre für Papa doch unangenehm gewesen, Mama die ganze Geschichte zu erzählen. Es muss unter Männern Geheimnisse geben. Thank you.
was mir mit Macaroni und Tomaten passierte. Wir machten mit der Pioniergruppe eine Wochenendfahrt. Es war sehr schön. Wir schliefen in einem Blockhaus auf Strohsäcken. Die dufteten herrlich. Das Essen kochten wir uns selber. Am ersten Tag waren die Mädchen dran. Sie kochten Erbsuppe und Würstchen. Am nächsten Tag sollte eine Wanderung zur Burgruine Felsenzahn sein. Ich habe keine Lust, zum Felsenzahn zu laufen. Das ist zu weit, 5 Kilometer. Ich habe auch keine Lust. Ich war mit meinem Papa schon mal dort. Da bleiben wir hier. Disziplin ist Disziplin. Ich hab's, Zitterbacke. Ich hab's. Warte nur. Am nächsten Tag wollte Harry, unser Pionierleiter, wieder die Mädchen zum Kochen bestimmen. Die wollten aber nicht. Sie wollten mit zur Burg Felsenzahn. Ich mache einen Vorschlag. Zitterbacke und ich, wir können gut kochen. Wir werden heute Koch sein. Du kannst doch kochen, Zitterbacke. Ja, ich mache prima Bratkartoffeln warm. Da wollten wir Bratkartoffeln machen. Aber wir hatten sie nicht gekocht und geschnitten. Da ließen wir es lieber sein. Ich denke, du kannst kochen. Aber wieso ich? Du wolltest doch nicht mitgehen. Wir müssen was machen. Ohne Essen geht es nicht. Knurrt schon der Magen. Ich esse sehr gern Macaroni mit Tomatensauce. Gut, wenn du weiter nichts weißt, machen wir eben das. Wir gingen in den Dorfkonsum und bestellten Macaroni. Wie viel Pfund? Moment. Wir müssen noch mal raus. Draußen überlegten wir, wie viel Pfund wir brauchen. Wir sind 25 und ein Pionierleiter. Bruno wollte 26 Pfund kaufen. Ich fand, ein halbes Pfund Macaroni für jeden ist genug. Wir gingen wieder in den Laden und kauften 12 Pfund. Dann bestellte Bruno 12 Pfund Tomaten. Aber Jungs, zu Pfingsten gibt's doch noch keine Tomaten. Haben Sie was anderes da? Ich habe aber Tomaten in Büchsen. Das war die Rettung. Wir kauften 12 große Büchsen Tomaten und schleppten alles ins Lager. Bruno wollte ganz eifrig Feuer machen. Jetzt weiß ich auch warum. Er wollte Heizer sein und ich sollte den Koch machen, weil er das Rezept nicht wusste. Er machte ein riesiges Feuer am Herd und heizte und heizte. Was ist denn? Kochst du bald, Zitterbacke? Wieso immer ich? Ich weiß doch nicht, wie man Macaroni und Tomaten kocht. Wir zankten uns noch eine Weile, doch gekocht musste werden. Mama kocht sie irgendwie mit Wasser. Wir schütteten die Macaroni in einen Topf, gaben ein bisschen Wasser drauf und stellten ihn aufs Feuer. Wir gingen inzwischen Federball spielen. Nach einer Stunde blieb Bruno mit dem Schläger in der erhobenen Hand plötzlich stehen. Zitterbacke, es stinkt! Ich wollte gerade etwas Gemeines sagen. Da roch ich es auch. Es kam aus der Küche. Es qualmte und zischte dort aus dem Topf. Ein paar Pfund Macaroni waren über den Topf gequollen und lagen wie lange weiße Würmer auf der Herdplatte. Unten im Topf knirschte und knackte es. Wir schütteten die Macaroni in eine große Schüssel. Nur die Hälfte kam heraus. Die andere blieb schwarz und braun im Topf. Es sah aus, als hätten wir Kohlen gekocht. Vielleicht reichen die anderen aus. Wir kratzten den Topf aus und setzten neues Wasser auf. Dann ließen wir die Restmakaroni wieder kochen und gingen Federball spielen. Nach einer Weile sagte Bruno, Zitterbacke? Ja? Guck doch mal nach, ob das Wasser schon kocht. Wie soll ich denn das wissen? Zu Hause kochen wir das Wasser im Teekessel. Wenn es kocht, pfeift der Kessel. An dem großen Topf hier war aber keine Pfeife. Bruno meinte, ich soll den Finger reinstecken. Zum Prüfen. Da schrie ich auf und rannte hinaus und blies wie ein Wilder auf meinen roten, brennenden Finger. Also, es kocht in Ordnung. Ich musste mich ins Gras setzen und konnte nicht mehr Federball spielen. So tat mir mein Finger weh. Wir ließen die Macaroni noch 1-2 Stunden kochen. Sie waren dann ein bisschen zerfallen. Das macht nichts. Wir nennen es eben Macaroni-Suppe. Wir öffneten die Büchsen und schütteten die Tomaten dazu. Jetzt koste mal. Danach konnte ich eine halbe Stunde nichts mehr sagen. Ich hatte mir den Mund verbrannt. Irgendwie schmeckte die Suppe komisch. Es wird Salz fehlen. Richtig. Salz braucht man überall. Ich dachte, für 26 Mann genügen 4 Pfund Salz. 3 Pfund genügen auch. Wir schütteten 3 große Tüten Salz hinzu und ließen alles noch eine halbe Stunde kochen. Jetzt koste du. Ich kann nicht mehr kosten. Wasser! Hilfe! Wasser! Er trank eine halbe Kanne leer. Es ist nur eine Prise Salz zu viel. Aber sonst?
Wir hörten die Gruppe schon von weitem kommen. Sie sangen, wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Gleich stürzten sie an die Kochgeschirr. Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben, Durst. Was gibt's denn? Es gibt was Schönes. Macaroni und Tomaten. Alle klapperten mit den Löffeln im Kochgeschirr rum. Bruno schenkte große Kellen aus. Sieht ja komisch aus. Schmeckt aber besser. Alle warteten auf den Tischbruch. Ich setzte mich neben die Tür. Warum Bruno sich auch an die Tür setzte, weiß ich nicht. Warum isst du nicht, Bruno? Mir ist so schlecht. Mir auch. Ich esse lieber nichts heute. Nach dem Tischbruch nahmen alle einen großen Löffel. Dann spuckten und husteten alle. Ich bin vergiftet! Wir rannten zur Tür raus. Irgendeiner hatte eine Tomate herausgefischt und warf sie nach uns. Sie flog Bruno genau in den Hals. Jetzt sitzen wir beide am See und angeln. Oben kochen sie schnell Grießbrei und Himbeersaft. Keiner spricht mit uns. Macht nichts. Wir angeln uns ein paar Fische und braten sie uns. Wir brauchen ihren Grieß nicht. Und wie braten wir den Fisch? Mit oder ohne Gräten? Hör bloß auf. Von Macaroni und Tomaten will ich nie wieder etwas hören. Und mein Magen knurrt, dass es sich anhört, als hätte ich einen Löwen im Bauch. Wie ich im Ambulatorium war. Ich wollte zum Fußballspiel gehen. Unsere Mannschaft spielte gegen die Freundschaft der Tauchler Schule. Wir wollten im Chor rufen, Mut, Mut, unsere Mannschaft ist gut. Vor, 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 schießt schnell ein Tor. Mama sagte, vorher kannst du noch schnell zum Ambulatorium laufen und einen Schein für mich abholen. Was sollte ich da machen? Mama erklärte mir, wie ich zu gehen hatte. Dann rannte ich los. Gerade in der Schmidtstraße traf ich unsere Mannschaft. Kommst du etwa nicht zum Spiel? Doch, doch, ich hole für meine Mama schnell. Denn ist wohl keine Ausrede. Ich komme bestimmt zum Sportplatz. Gleich komme ich. In der Schmidtstraße ist ein großer Lampenladen vom Konsum. Über der Tür hängt ein Schild. Lampen, Leuchten, Ampeln? Hieß das Ding, wo ich hingehen sollte, nicht Ambulatorium? Ich ging in den Laden. Guten Tag, ich will den Medizinschein für meine Mama abholen. Medizinschein? Du willst mir wohl einen Streich spielen? Nein, nein, bestimmt nicht. Ist hier nicht das Ambulatorium? Ach, du meinst das Ambulatorium, die Krankenstation. Das ist 4 Häuser weit. Ich rannte wütend hinaus, stieß dabei mit einem Mann zusammen, rief Danke und rannte weiter. Hier war das Ambulatorium. Am Eingang saß eine Krankenschwester. Ich möchte... Na, Kleiner, wo fehlt's denn? Ich hatte vom Rennen keine Puste mehr und konnte nicht antworten und sagen, was ich wollte. Ich war doch gar nicht krank. Ich möchte doch... Du hast Angst? Willst sicherlich zum Zahnarzt. Beim Zahnarzt haben alle Kinder Angst. Da stand ich gleich in einem großen Wartezimmer und die Krankenschwester rief. Ein kleiner Patient für Zahnarzt Henkel. Hopp, saß ich auf dem weißen Zahnarztstuhl und hörte, wie die Krankenschwester dem Zahnarzt zuflüsterte. Er ist wohl sehr ängstlich, sagt kein Wort. Na, da wollen wir uns mal die Zähne ansehen. Ich machte den Mund nicht auf. Aber wozu denn? Zahnarzt Henkel sah mich mit seinen scharfen Augen an. So groß und noch Angst? Nein. Weiter kam ich nicht, denn Zahnarzt Henkel hatte mir schon einen Spiegel zwischen die Zähne geklemmt und kratzte mit einem Stäbchen an meinen Zähnen herum. Aha. Das sollte heißen, ich hole bloß einen Schein für meine Mama. Zahnarzt Henkel verstand aber nichts. Er spiegelt in meinem Mund herum und kratzt an meinen Zähnen. Du putzt dir nicht regelmäßig die Zähne. Aha, hier ist auch eine kleine schwarze Stelle. Da surrte schon der Bohrer. Na, war's so schlimm? Auf Wiedersehen, Kleiner. In meinem Mund schmeckte es süß und brennend. Im Wartezimmer stand ich nun allein. Eine andere Tür öffnete sich. Der nächste, bitte. Ich sah mich um.
Ich musste wohl der Nächste sein. Ich schielte auf das Schild an der Tür. Dr. Peikelt, praktischer Arzt. Was würde der mit mir machen? Ich nahm mir vor, nichts zu sagen. Es hatte doch keinen Zweck. Du kommst ziemlich spät. Er sah mich durch seine Brille an. Ich schwieg. Du bist der Letzte aus der Handballmannschaft. Na, ziemlich klein geraten als Torwart. Ich spielte aber nicht Handball. Und war doch nicht zu Dr. Peikelt bestellt. Und auch kein Letzter. Dr. Peikelt horchte mich ab, ließ mich 10 Kniebeugen machen und horchte mich wieder ab. Gesund? Zu wenig Muskeln. Zu dünn. Isst du wenig? Ich nickte. Mehr essen? Viel an die frische Luft? Und wieder gut essen. Obst. Ich ließ den Kopf hängen, als Dr. Peikelt mich für die Handballmannschaft untauglich schrieb. Zu klein. Zu dünn. Genau wie Papa. So. Und nun war ich bei den Ärzten durch und durfte weg. Ich rannte los. Nur weg aus diesem dummen... Ach, ist egal, wie das Ding hieß. Als ich am Lampenladen vorbeirannte, dachte ich an den Schein von Mama. Ich war nicht ins Ambulatorium gegangen, um mir die Zähne bohren zu lassen und um Kniebeugen zu machen. Ich rannte noch schneller wieder zurück. Die Sprechzeit war vorbei. Das Tor verschlossen. Ich klingelte. Schließlich kam die Krankenschwester. Und wieder konnte ich nichts sagen. Die Puste. Ich wollte... Du warst doch eben hier. Was willst du noch? Ich soll nur den Medizinschein für meine Mama abholen. Eine Zitterbacke. Na, das hättest du gleich sagen können. Sie war wirklich böse. Aber gleich fand sie den Zettel für Mama. 3x3 Tropfen täglich. Aber damit ist diese ärgerliche Geschichte nicht aus. Unser Fußballspiel. Als ich auf dem Sportplatz ankam, pfiff der Schiedsrichter gerade das Spiel ab. Unsere Mannschaft hatte gegen die Pioniere von Tauchler 11-3 verloren. Sie sahen mich zornig an, als ob ich Schuld hätte. Wir hätten viel besser gerufen, wenn du da gewesen wärst. Wir hätten bestimmt gewonnen. Das sind deine Versprechungen, Alfons. Du wolltest doch pünktlich hier sein. Ich bin im wie hieß das Ding bloß? Er sucht eine Ausrede. Er hat uns im Stich gelassen. Vor den Gruppenrat mit Zitterwacke. Vielleicht komme ich morgen vor den Gruppenrat. Und was werden sie sagen, wenn ich erzähle, was die Doktoren mir gesagt haben? Zähne putzen? Mehr essen? Sie werden mir noch vorwerfen, ich erfülle das Pioniergesetz nicht. Pioniere halten ihren Körper gesund und sauber. Und außerdem hat sich der lange Herbert aus der 7a beschwert, dass jemand beim Arzt war und sich für den Torwart der Handballmannschaft ausgegeben hat. Wenn er den erwischt, will er ihm, na, irgendwas Schlimmes tun. Das ist eine ärgerliche Geschichte. Und wer hat Schuld an allem? Mir mein Aprilscherz einbrachte. Es war früh morgens. Ich zog mich an. Papa kam herein. Er sagt mir immer auf Wiedersehen, ehe er losgeht. Du, Alfons, in deinem Strumpf ist ein fürchterlich großes Loch. Ich finde aber kein Loch. Höher, etwas weiter links. Nee. Na, siehst du denn das große Loch nicht? Na, wo denn nur? Ich finde gar keins. April, April. War ich schön reingefallen. Mich ärgerte mich heute zum ersten Mal. Am besten wäre es, ich würde jetzt ein paar andere Leute anführen, damit ich selbst über sie lachen könnte. Auf dem Schulweg riefen mir ein paar kleine Jungen etwas nach. Hey, du da! Du hast dein Taschentuch verloren!
Ich drehte mich gar nicht erst um, sondern tippte nur mit dem Zeigefinger an die Stirn und dachte, die denken wohl, ich bin blöd. Ein zweites Mal falle ich heute nicht rein. Nachher in der Schule, als ich laut niesen musste, merkte ich, dass ich mein Taschentuch wirklich verloren hatte. Kaum war ich in der Klasse, begann der Ärger von Neuem. Du, Alfons, ich habe heute große Angst vor Erdkunde. Herr Bock will eine Klassenarbeit schreiben. Heute? Ja, leider. Ich hatte überhaupt nichts davon gewusst. Schnell holte ich mein Buch hervor und prägte mir noch vor dem Klingeln alle möglichen Dinge ein. Herr Bock schrieb aber keine Klassenarbeit. Ich sah fragend zu Erwin. Der grinste nur. April, April. Es hörte keiner, aber ich verstand es ganz genau. Nach der Stunde versuchte ich, einen Aprilscherz bei Pitt anzubringen. Pitt, du hast ja Löcher im Strumpf. Oh, du bist der Sechste mit diesem blöden Zeug. Lass das sein. Bei Erwin probierte ich die Sache mit dem verlorenen Taschentuch. Er zog seins gleich aus der Hosentasche und hielt mir's vors Gesicht. Irrtum, Alfons. Auf so eine Idee wie mit der Klassenarbeit in Erdkunde kommst du natürlich nicht. Dir fallen bloß abgeklapperte Sachen ein. Nach und nach hörten die Aprilscherze in unserer Klasse auf. Bis zum Nachmittag ging alles gut. Ich war wachsam und ließ mich nicht mehr anführen. Zu Hause schickte mich Mama in den Keller. Suppengrün heraufholen. Wieso hast du Suppengrün im Keller? Es hält sich dort besser. Wenn Suppengrün lange im Händen liegt, schießt es ins Kraut an. Aha. Ich nahm den großen Schlüssel und ging in den Keller. Jedes Mal muss ich mich furchtbar abquälen, wie ich das Schloss aufkriege. Doch im Keller fand ich kein Suppengrün. Ich riss nur einen Kohlenstapel um, als ich es suchte. Dann ging ich wieder nach oben. Überall gesucht, Mama. Doch dein Suppengrün ist nicht zu finden. Kann es auch nicht. Es liegt nämlich nur am 1. April unten. Suppengrün im Keller. Sonst schießt's ins Kraut. Suppengrün im Keller. Ich ging raus und setzte mich in die Stube an den Tisch und grübelte. Einen ganz tollen Aprilscherz wollte ich mir überlegen. Draußen hörte ich Mama noch lachen. Suppengrün im Keller. Ich beschloss, meinen großen Schlag beim Abendbrot zu führen. Papa kam nach Hause. Mama hatte nichts Eiligeres zu tun, als ihm gleich die Geschichte mit dem Suppengrün im Keller zu erzählen. Beim Abendessen blieb ich stumm. Ist dir die Petersilie verhagelt, Alfons? Ich meine die Petersilie vom Suppengrün im Keller. Da ist doch was los. Ärger in der Schule? Eine 4? Oder eine 5? Na los, raus mit der Sprache. Ich habe heute, weißt du, eigentlich nämlich einen Tadel bekommen. Papa räusperte sich. Das war ein schlechtes Zeichen. Der erste Tadel in meiner ganzen Schulzeit. Sonst hatte ich im Betragen immer eine 1. Nur manchmal gut. So. Einen Tadel. Ich habe 4-mal die Schule geschwänzt und den Lehrer einen Holzkopf genannt. Du hast geschwänzt und deinen Lehrer... Du hast deinen Lehrer einen Holzkopf genannt? Ich sah auf meinen Teller und nickte. Aber das genügte mir noch nicht. Ich habe auch in die Klasse gespuckt. Jetzt soll ich von der Schule fliegen. Das ist ja unglaublich. Du benimmst dich in der Schule wie ein Wilder. Was hast du dir dabei gedacht? Was du dir dabei gedacht hast? Vielleicht nennst du mich nächstens auch einen... Holzkopf. Marsch, ins Bett mit dir. Mama glaubte wohl, dass Papa noch wütender werden würde. Ich wurde ins Schlafzimmer geschoben. Nach einer Weile ging ich wieder in die Stube, um alles aufzuklären. Papa. Papa, ich habe doch nur... Ich will keine faulen Ausreden hören, Alfons. Und überhaupt, wir haben dich doch zum Schlafengehen geschickt. Weshalb bist du noch nicht ausgezogen?
Komm, raus mit dir. Die Tür flog zu und ich musste ins Bett gehen. Langsam wurde ich auch wütend. Na gut, dachte ich zuletzt. Dann sag ich es euch eben nicht. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich hatte schlecht geträumt. Im Traum hatte ich in die Stube gespuckt. Und Papa hatte mich dafür in einen Keller voll Suppengrün gesperrt. Mir fiel gleich wieder mein Aprilscherz ein. Leise stand ich auf, nahm ein Blatt Papier und den Füller und ging damit ins Badezimmer. Dort machte ich Licht und schrieb in großen Buchstaben: Der Tadel wegen Holzkopf und Spucken, auch Schwänzen ist alles, April, April, euer Alfons. Den Zettel stellte ich vor den Spiegel, wo Papa sich morgens rasierte. Dann ging ich zufrieden ins Bett. Am nächsten Morgen sah ich Papa nicht. Mama stellte mir schweigend mein Frühstück hin. An diesem Tage, am 2. April, waren wir alle irgendwie ärgerlich. Das hat man nun davon, wenn man auf einen wirklich guten Aprilscherz kommt. Als ich ein falscher Betrunkener war. Diesmal war nicht mein Geburtstag, sondern Brunos. Seine Freunde durften am Nachmittag zum Kaffee kommen. Wir waren ganz allein in der Wohnung, weil Brunos Eltern arbeiten. Seine Mutter hatte einen schönen Kaffeetisch gedeckt, mit Sandtorte und einer großen Kaffeekanne und einem bunten Pudel. Es war ein prima Geburtstag. Nachdem wir satt waren, spielten wir. Zuerst Indianer. Bruno war, weil er Geburtstag hatte, unser Häuptling. Naja, sonst ist er nur gewöhnlicher Indianer und heißt Stielende Natter. Aber heute durfte er sich Fernsehauge nennen. Ich war Medizinmann und hieß Weißer Zitteraal. Die Friedenspfeife, die ich als Medizinmann dauernd rauchen musste, schmeckte mir nur nicht. Bruno hatte die Pfeife von seinem Papa hervorgekramt. Natürlich ohne Tabak. Aber trotzdem wurde mir ganz schlecht davon. Später spielten wir Seeräuber und der Teppich war das andere Schiff. Bruno wurde wieder wegen seinem Geburtstag zum Kapitän ernannt. Leider brach bei dem Kampf ein Sofabein ab und wir hörten lieber auf. Bruno wusste einen Ausweg. Er nahm ein Packen Bücher aus dem Bücherschrank seines Papas und dann stand das Sofa wieder fest. Jetzt wussten wir nur nichts mehr zu spielen. Ich weiß was. Ratet mal, was wir spielen. Feuerwehr. Nee. Arzt und Kranker. Verstecken. Eisenbahn. Grenzpolizei? Nein, ihr kommt sowieso nicht drauf. Wir spielen Restaurant und feiern Brunos Geburtstag. Und nachher sind wir alle betrunken. Ach, damit waren alle einverstanden. Wir verkleideten uns. Ich war Brunos Opa und bekam einen Hut und Handschuhe. Erwin war Kellner und wir alle waren Gäste und setzten uns an den Tisch. Herr Ober! Aber Erwin, der in der Küche kramte, kam nicht. Herr Ober, das Beschwerdebuch! Nun kam Erwin schnell. Er hatte ein Handtuch über dem Arm. Sie wünschen, mein Herr? Mein Enkelsohn Bruno hat Geburtstag. Bitte bringen Sie uns 5 Gläser zu trinken. Bitte sehr, mein Herr. Erwin schrieb etwas auf seinen Zettel und verschwand in der Küche. Er kam zurück mit einem Tablett und Gläsern. Darin war etwas rote Flüssigkeit. Wir stießen an. Auf deine Gesundheit, Bruno. Prost, Bruno. Dann tranken wir die Gläser aus. Es war Brause und wir mussten furchtbar lachen, weil es wirklich wie Schnaps aussah. Klaus bestellte noch einmal. Wir tranken wieder. Erwin sagte, er wollte auch mittrinken. Er war aber Kellner und durfte nicht. Er soll sich ruhig ein Glas holen. Bei Geburtstagsfeiern können auch Kellner mittrinken. Und jetzt sind wir alle betrunken und tanzen. Ja. Prost, Leute! Wir schrien und tanzten. Ich torkelte durchs Zimmer, stopfte mir ein Kissen unter den Bauch und rief: Noch ein Glas Schnaps, Herr Ober. Es war wirklich ein sehr schönes Spiel. Brunos Mutter fand das aber gar nicht. Sie kam herein, ohne dass wir es gehört hatten. Und sie war ganz erstaunt, als ich ihr vor die Füße torkelte. Was ist denn hier los? Zum Mund, Frau Krause. Guten Tag, Mami. Der Schnaps schmeckt ja so gut. Ja, was macht ihr denn? Ihr seid ja alle betrunken. Wo habt ihr denn den Schnaps her? Wer hat euch angestiftet? Mama, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein
Was macht Spaß? Ich werde euch helfen. Mama, nun muss ich dir aber sagen, es war wirklich nur... Wer hat euch gesagt, dass ihr Schnaps trinken sollt? Sagt's mir. Es war doch alles nur Spaß. Wer war's? Sagt die Wahrheit, Bruno. Wer war's? Zitterbacke war's. Natürlich. Du machst so etwas nicht, Bruno. Alfons, du bist ja ganz rot vom Schnaps trinken. Aber wir haben doch nichts Schlechtes gemacht. Was? Das ist nichts Schlechtes? Das werde ich deinen Eltern erzählen, Alfons. Ich komme gleich mit zu dir nach Hause. Na komm, Alfons. Verräter. Wir durften nichts mehr sagen. Alle mussten nach Hause gehen. Und ich ging mit Brunos Mutter zu meinen Eltern. Mama wurde ganz blass, als ich mit Brunos Mutter vor der Tür stand. Ist das passiert? Kann ich Sie sprechen, Frau Zitterbacke? Ja, bitte kommen Sie herein. Alfons, du bleibst auf dem Korridor. Also, ich komme nach Hause, ahnungslos. Alles durcheinander. Die Kinder betrunken. Ihr Sohn, der Anstifter. Schnaps aus Gläsern. Komm jetzt rein, Alfons. Hast du das getan? Nein, wir haben gar nicht Schnaps getrunken. Sag die Wahrheit. Ja, wir haben getrunken. Ja, aber warum sagst du, dass ihr keinen Schnaps getrunken habt? Wir haben ja auch nicht getrunken. Das heißt, wir haben doch getrunken. Er weiß schon nicht mehr, was er sagt, Frau Zitterbacke. Hat dich jemand dazu verleitet, Alfons? Nein, ich habe alles allein gemacht. Ja, mein Bruno tut so etwas nicht. Ach, Bruno ist ein Feigling und er will alles nur abwälzen. Aber er hat auch mitgetrunken und ist ebenso getorkelt. Was soll bloß aus dir werden, Alfons? Das hast du doch nicht von mir. Ich musste natürlich gleich ins Bett. Da lag ich nun an diesem schönen Tag wegen ein paar Gläschen Brause zur Strafe im Bett. Sonst trinke ich viel mehr Brause und niemand sagt etwas. Mama erzählte Papa alles sofort. Papa lachte zuerst und Mama musste ihm sagen, wie gefährlich es war, damit er ernst wurde. Papa kam an mein Bett und sagte, ich sollte ihm alles erzählen. Ich erzählte genau, wie es gewesen war, dass der Schnaps Brause war. Papa hörte zu und lachte, dass der Spiegel wackelte. Nun kam Mama zornig herein und Papa sagte ihr alles. Und da musste auch Mama lachen. Ich durfte aufstehen und zum Abendbrot ließ ich mir Brause in einem kleinen Schnapsglas geben. Jedes Mal, wenn ich Brunos Mama sehe, fange ich an zu torkeln, als wenn ich betrunken bin. Ich weiß, das sollte ich nicht tun. Aber Strafe muss sein, sagt unsere Lehrerin Fräulein Ecke auch immer. Musik.